So, kalt. Boah. So schnell ist Winter geworden, ne? 3 Grad hat's. 4 Grad, naja. Willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Mal wieder eine Folge, in der ich das Thema per E-Mail bekommen habe und das etwas längeres war und ich das deshalb vorlesen möchte. Hallo Dirk, durch die beiden Online-Kurse, die ich gebucht habe, wage ich es jetzt einfach mal du zu sagen und wähle diese vertraute Anrede. Zuerst möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken für den umfangreichen Input, die neuen Sichtweisen und Einblicke in die Hundewelt und das neu gewonnene Wissen. Vielen lieben Dank dafür. Gerne. Also, offensichtlich hat sie meine Kurse mitgemacht, die Online-Kurse. Jetzt kommt der eigentliche Inhalt, in Anführungsstrichen. Ich wohne in Baden-Württemberg und bedauere es außerordentlich, dass ich deshalb keinen Präsenzunterricht in der Hundeschule bei dir wahrnehmen kann. Ich habe aktuell wieder einen Welpen, Großpudel, 19 Wochen alt, mit 14 Wochen adoptiert und wäre eigentlich mit dem bislang Erreichten echt glücklich. Er hat, wie ich meine, schon eine recht gute Bindung zu mir aufgebaut, er macht nichts kaputt, bleibt bereits nach einigen Tagen Training sogar schon mal 2 bis 3 Stunden alleine, ist von Hundebegegnungen abrufbar, läuft an der 5-Meter-Leine ohne Ziehen, kennt Sitz und Platz und befolgt auch schon den Rückruf. Das ist schon mal gut für einen 19 Wochen alten Welpen, ne? Den man vor allem erst 5 Wochen hat. Also mit 14 Wochen Welpen übernehmen ist ungewöhnlich. Warum auch immer. Aus meiner Sicht wäre eigentlich alles top für einen Hund in diesem Alter. Und jetzt bin ich in der einzigen Hundeschule, lokaler Hundesportverein, die überhaupt Welpen derzeit aufnimmt, weil alle anderen voll sind. Bekanntes Corona-Problem, ne? Es ist keinerlei Kontakt unter den Hunden erlaubt und da bin ich das Negativbeispiel schlechthin. Mein Hund kennt die Grundstellung ja nicht und er ist zugegebenermaßen, sobald er den Platz betritt, echt out of order, springt an mir hoch, bellt, ist, wie ich das interpretiere, hochgradig frustriert, weil er entsprechend den Regeln des Vereins weder außerhalb noch innerhalb des Platzes Kontakt zu anderen Welpen aufnehmen darf. Wir sollen nur bewegungslos in der Grundstellung neben mir sitzen und so richtet sich der Frust gegen mich. Es ist ein komplett anderer Hund als in der übrigen Zeit außerhalb des Hundeplatzes. Vorab schon mal, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist bei meinen Hunden auch so, ne? Also wer die Videos mit Ginger gesehen hat, die ja zwischenzeitlich sogar beim Andreas Olig-Schläger im Fernsehen war, die hätte die in meinem Welpenkurs erleben müssen. Ey, das war eine Handgranate. Ne? Also es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Hund, der sonst einen sehr guten Sachstand hat, im Welpenalter, im Welpenkurs erstmal out of order ist. Gerade wenn er die ersten 2-3 Mal da ist. So, also vorweg. Die Trainerin meinte, ich hätte meinen Hund ja nicht mal ansatzweise im Griff und sollte endlich für Kontrolle sorgen, was dann bedeutet, dass er während der umfangreichen verbalen Anweisung in der Grundstellung neben mir sitzen soll. Und alle anderen Welpen tun das auch und versuchen noch nicht mal mit den anderen Welpen Kontakt aufzunehmen. Ich habe um Hilfestellung gebeten, aber der Tenor war, es sei mangelnde Erziehung und es würde an mir liegen. Ich habe bereits mehrere Hunde erzogen, unter anderem einen Kerry Blue Terrier, was auch immer das ist, müsste ich googeln, kenne ich gar nicht, und einen Großpudel. Und alle waren im Erwachsenenalter salonfähig, aber hier bin ich nun echt in Sorge, dass ich in diesen ungeschliffenen Rohdiamanten nicht gerecht werde. Ich kann dem Bellen, in die Leine springen und an mir hochspringen echt nichts wirklich entgegensetzen. Ich habe versucht, ihn ruhig festzuhalten, was nichts gebracht hat, habe mich dann auf die Leine gestellt, damit dieser entsprechend kurz wurde, um das Hochspringen zu unterbinden, kein Erfolg. Ich bedauere es deshalb außerordentlich, dass du nicht mal einen kritischen Blick auf uns werfen kannst. Vielleicht braucht gerade dieser Hund etwas von mir, das mir bisher nicht bewusst war. Ich weiß, dass es schwierig ist, ohne das Mensch-Hund gespannt zu sehen, aber bietest du ein Coaching an, was ich tun könnte. Hier kommt dein Coaching. Ich wäre für eine Rückmeldung dankbar und wünsche dir und deinem Team alles Gute. Elke, wie mache ich das jetzt? Aber wir machen mal 2 Sachen draus, Elke. Pass mal auf. Die erste Sache ist, dein Hund ist 19 Wochen alt und freut sich, wenn er andere Welpen sieht und ist dann unruhig. Mach dir mal deshalb keinen Kopf, der ist 19 Wochen alt. Die meisten Hunde in dem Alter wären so, wenn sie erst kurz vorher in Anführungsstrichen in eine Welpengruppe gekommen sind. Was jetzt da passiert, ist so ähnlich, als würdest du mit dem Kind in den Trampolinpark gehen. Ja, sobald das ankommt, ist er erstmal High Life. Wenn das aber ein bisschen da war, wird es ruhiger. Wenn das 5, 6, 7, 10 Mal im Trampolinpark war, ist die erste Aufregung auch nicht mehr so groß. Dein Hund ist halt Welpengruppen nicht gewohnt. Das ist für ihn das Phantasialand schlechthin. Und da soll er sich jetzt zusammenreißen. Das ist halt einfach schwer. Die anderen haben dir halt einen Vorsprung, die sind vielleicht ein bisschen jünger, sind vielleicht auch entsprechende Hunderassen, die da ganz anders mit umgehen, Schäferhunde oder sowas in der Richtung, ist ja ein Hundesportverein. Die haben das vielleicht von Anfang an kennengelernt, dass Kontakt zu anderen Hunden gar nicht erwünscht ist. Die gehen damit einfach anders um, aber glaub mal, die waren die ersten Tage auch nicht anders. So, und jetzt
hacken wir den Punkt einfach mal ab als, mach dich mal nicht bekloppt, arbeite einfach weiter, der wird älter, du wirst irgendwann deinen Weg finden, fertig. Was auch immer jetzt die Lösung ist. Aber in diesem Video soll es gar nicht darum gehen, dir zu sagen, was die Lösung ist. Ich möchte dir was anderes sagen. Du bist ganz offensichtlich in einem schlechten Hundesportverein gelandet oder in einer schlechten Welpengruppe. Muss ich ganz ehrlich sagen, sorry. Aber ich kenne solche Beispiele auch. Gerade in Vereinen ist das so. Wenn du jetzt, da stand ja nur Hundesportverein, wenn du jetzt in einem Schäferhundverein bist und kommst da mit einem Pudel und die haben nicht genug Schäferhunde für ihren Durchgang, dann nehmen die auch andere. Dann bist du aber der mit dem Pudel im Schäferhundverein. Und dann sind im Zweifel die Trainer in diesem Schäferhundverein nicht dazu in der Lage, umzudenken und zu verstehen, dass halt ein Pudel einfach anders arbeiten will als ein Schäferhund. Und dass ein Pudel sich einfach anders verhält als ein Schäferhund zum Beispiel. Und du wirst im Zweifel auch immer als die mit dem Pudel behandelt. Also nicht nur wird nicht auf deinen Hund richtig eingegangen, sondern auch auf dich nicht. Ja, dann bist halt, du hast halt einen minderwertigen Hund oder so. Ne? Also ich überspitze das jetzt komplett, aber solche Sachen kenne ich zu Genüge. Gibt es hier tonnenweise Hundesportvereine, die so sind. Geh mal mit einem Hund, der nicht ein Schäferhund ist, in Schäferhundverein oder in Rottweilerverein, ist jetzt egal welcher Verein, oder geh mal mit einem Zwergspitz in einen Labradorverein und sag, ich möchte Dummy-Training machen. Du wirst immer behandelt, als wärst du ein Aussätziger. Wenn du mit einem Hund, der nicht ein Schäferhund ist, in einem Schäferhundverein die BH-Prüfung machst, ja, weil viele Vereine bieten das ja an, dass du von außen kommst und so, und du hast dann so einen Schäferhundprüfer, dann wirst du die BH niemals bestehen, weil dein Hund vielleicht als, ich sag jetzt mal, Neufundländer einfach nicht mit Kontakt zum Bein geht. Der kann perfekt laufen, aber dem fehlt der Kontakt zum Bein. Dann sagt der Schäferhundprüfer, das ist doch Mist, das ist doch keine gute Prüfung. Also du bist offensichtlich da nicht an einer guten Adresse. Das ist nur der eine Punkt, ne? Weil du schlecht behandelt wirst oder weil auf deine andere Situation nicht eingegangen wird. Jetzt kommt der zweite Punkt. Sorry, aber wenn ich irgendwo hingehe, um eine Dienstleistung zu empfangen, mit einem gewissen Ziel, und der Dienstleister mir sagt, das liegt alles an dir, du musst was anders machen oder du machst das nicht, nee, noch anders. Der sagt ja nur, das liegt an dir, du machst es nicht richtig. Ohne dir zu verraten, was du tun sollst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder weiß er es selber nicht besser oder aber er ist einfach ein schlechter Dienstleister, weil er es dir nicht sagen will. Also du gehst doch dahin, damit dein Hund Sozialkontakte hat. Das ist schon mal ein Punkt, der da nicht stattfindet. Dann ist es eigentlich nicht der richtige Treffpunkt für dich. Und wenn es halt gerade keine anderen Hundeschulen gibt, ist das doof, aber das war ja dein ursprünglicher Punkt, du wolltest Sozialkontakte haben, weil an der Erziehung liegt es nicht, wenn der mit 19 Wochen sich generell toll verhält. Ja, außer vielleicht in diesen Ausnahmesituationen und du hast vorher zwei andere Hunde hingekriegt. Du wolltest Sozialkontakte, du wolltest Welpenstunde, du wolltest vielleicht neuen Input, neue Ansätze, ist ja erstmal egal. So, die Sozialkontakte fallen komplett weg. Und die erzieherischen Baustellen, die du dann hast, die dann da vor Ort auftreten, weil es für deinen Hund halt einfach das Phantasialand ist, die werden nur bemängelt und gesagt, du hast deinen Hund nicht im Griff, du musst deinen Hund erziehen, du hast dies und das und jenes falsch gemacht, das machst du nicht richtig. Aber keiner sagt dir, du hast deinen Hund nicht im Griff, versuche es doch mal so zu machen. Naja, das ist jetzt nicht der richtige Ansatz, ich würde es vielleicht anders versuchen. Oder mach doch mal dies oder das oder jenes. Weißt du, wenn du keine Hinweise kriegst, was du tun sollst, sondern nur immer hörst, dass du das, was du tust, falsch machst oder dass das nicht das Richtige ist, das ist doch keine Dienstleistung. Sorry, ist mir egal, ob das ein Verein ist oder nicht. Da würde ich sagen, okay, pass auf, lieber Trainer, du sagst, ich habe ihn nicht im Griff, der geht nicht in die Grundstellung, dann zeig es mir doch bitte, sag mir doch, was ich tun soll. Komm her, zeig mir, was der Hund machen soll und steh nicht da vorne und erklär 5 Minuten was. Sollen die doch so lange was anderes machen, sag es mir doch, ich bezahle genauso Geld wie alle anderen. Und wenn du siehst, dass es nicht klappt und dass ich irgendwas falsch mache, dann sag mir, was ich falsch mache. Das sagst du natürlich ein bisschen freundlicher. Und sagst dann, ja, dann zeig mir doch eine Möglichkeit. Oder was kann ich denn anders machen? Das reicht dann meistens schon, dass man dann feststellt, ob die einem überhaupt helfen wollen oder können oder nicht. Denn ganz oft gibt es genau diese drei Möglichkeiten. Die können einem gar nicht helfen, weil sie selber keine Ahnung haben. Das ist in Vereinen leider oft der Fall. Vor allem dann, wenn du in den Schäferhundverein gehst und stehst da mit dem Zwergspitz. Die wissen nicht, dass ein Zwergspitz halt einfach keine 4 Tonnen Leckerchen nimmt und auch nicht mit der Frisbee spielt. Da kommen die nicht drauf. Dann können die dir nicht helfen, weil sie selbst keinen anderen Ansatz kennen und vielleicht diese zwei Sachen, die sie dir gesagt haben, nicht funktioniert haben. Dann fehlt es halt an mangelndem fachlichen Hintergrund. Oder aber die wollen dir nicht helfen, weil du halt eben der Aussätzige mit dem Zwergspitz oder Pudel bist im Schäferhundverein. Und in allen drei Fällen gibt es nur eine Lösung. Gehen. Fertig. Gehen. Das ist offensichtlich keine gute Adresse. Das klingt total gemein, aber dann such dir deinen Sozialkontakt anders. Dann poste bei Facebook, hey Leute, ich habe einen 19 Wochen alten Pudel, der ist echt nett, aber ich hätte gern ein paar Spielkameraden für den. Und alle Hundeschulen haben gerade zu. Gibt es irgendwen? Es gibt für jede Stadt deutschlandweit, für jeden Kreis gibt es irgendwelche Hundegruppen.
Hunde in Hamburg, Kölner Schnauzen, Köter in Koblenz, wie auch immer die Gruppen heißen. Ja, muss ich einfach mal ein bisschen suchen. Oder aber, wenn du keine spezifische Hundegruppe hast, gehst bei Facebook rein in meine Stadt oder München oder Berlin, wo auch immer du wohnst. Da gibt es Gruppen für. Und da fragst du Leute, ich habe 19 Wochen einen Pudel, ich war in einem Verein, das war richtig scheiße, da durfte der nicht spielen, der ist total nett, der braucht ein paar Spielkameraden und ich würde das gerne verbinden, eine kleine Spielgruppe vielleicht haben, mit der man sich ein, zweimal trifft und auch ein bisschen was trainiert. So, und dann kannst du dich mit denen treffen, triffst dich irgendwo auf einer Fläche, die ihr raussucht vorher, lass die eine Viertelstunde spielen, dann übt ihr 5 Minuten oder 10 und dann geht ihr spazieren oder so. Also es gibt Möglichkeiten, das zu erreichen, was du haben willst. Aber eins ist ganz wichtig, egal ob es ein Verein ist oder eine Hundeschule oder ein Dienstleister in einem anderen Bereich wie Hundebetreuung, also ein Dogsitter oder Dogwalker, wenn ihr da nicht zufrieden seid, dann müsst ihr denen das sagen. Wie oft? Ich hab das letztens erst gehabt. Auf mich kam eine Mitarbeiterin zu und sagte, ja, ich habe eine Beschwerde von Kunden gekriegt. Nee, anders. Es haben sich einige Kunden bei mir gemeldet, dass dir ein paar Sachen nicht passen. Ja, und dann habe ich gedacht, wer denn? Ja, das soll ich dir nicht sagen. Ja, aber wenn ich das nicht weiß und nicht weiß, was soll ich denn machen? Ja, soll ich dir aber nicht sagen. Okay, also habe ich einen Post gemacht bei uns in den Gruppen, habe gesagt, Leute, okay, scheinbar gibt es Leute, die sind unzufrieden oder die hätten gern was anderes. Wir möchten gerne wissen, was. Ich habe euch hier eine Datei gemacht, dann könnt ihr eintragen, was wollt ihr, wie könnt ihr unsere Trainer bewerten, dass wir ein Gefühl dafür kriegen. Und da sind 2 oder 3 Rückmeldungen gekommen mit, ja, ich hätte gern das mehr oder das mehr oder das mehr. Aber es war alles, in Anführungsstrichen, sehr, sehr human. Und überschaubar. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, das können wir ändern. Dann machen wir halt die Übung öfter und die Übung seltener und wir gehen vielleicht mehr dahin. Oder ne, wir schauen halt, dass die Leute zu zweit sind oder. Nur dann, wenn es Feedback von euch als Kunde gibt, egal ob im Verein oder in der Firma oder wo auch immer, nur dann, wenn es das Feedback gibt und es konstruktiv gemacht ist, dann können wir uns auch fortentwickeln und können wir uns auch weiterentwickeln. Und wenn du dann im Verein stehst und sagst, hey, aber offensichtlich klappt das ja nicht, was ich mache, dann zeig mir doch Alternativen oder hilf mir doch, weil dafür bin ich doch hier. Und die wollen können oder wissen nichts anderes, wie sie dir helfen können. Und die helfen dir halt einfach nicht. Dann musst du sagen, okay, sorry, aber dann gehe ich. Und dann hast du auch dein Recht, dein Geld zurückzubekommen. Völlig egal. Völlig egal, ob du 10 Stunden im Voraus bezahlt hast. Das ist Deutschland alles geregelt. Ja, und dann sagst du, gut, hier, von mir aus behaltet den Rest, ist mir egal. Oder aber hier, ich war nur 3-mal da und es ist absolut nicht meins. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich auf mich eingegangen wird und dass man sich Mühe gibt, dass ich dabei bleibe. Ich hätte gern den Rest meines Geldes wieder. Von den, weiß ich nicht, 7 Stunden, die noch übrig sind, möchte ich gerne 6 ausgezahlt haben. Die 7. könnt ihr als Bearbeitungsgebühr behalten oder spendet es in Tierschutz. Oder weißt du gar nicht, was du dann mit denen sagst. Und dann geh hin und bewerte die aber auch im Internet entsprechend. Also das große Problem ist, es gibt nur richtig krass schlechte Bewertungen im Internet oder richtig krass gute. Da schreibt keiner, hey, ich war da in der Hundeschule oder ich war da im Verein und das war ganz in Ordnung. Und in dem Bereich fand ich, war das eine 3 und in dem Bereich war das eine 2. Sondern alle schreiben, hey, ist super tollo hier oder alle schreiben, ist absolute Scheiße. Eine ernst gemeinte, realistische Kritik im Internet, die man darüber schreibt und sagt, ich war in diesem Hundesportverein mit meinem 19 Wochen alten Pudel und ich hatte nicht das Gefühl, dass man auf mich eingehen wollte und bin nach der Hälfte der Zeit, habe ich den Verein wieder verlassen. Gelände war schön, keine Ahnung, ne? Und bewertest das so ein bisschen und dann ist das in Ordnung. Und dann können die selber überlegen, ob sie damit arbeiten wollen oder nicht. Und auch das habe ich schon erlebt, dass dann der Dienstleister da drunter schreibt, ja, sie haben auch keine Ahnung und was, sie hatten ihren Hund ja nicht unter Kontrolle. Dann weißt du auch, okay, super, cool, dann war es doch der richtige Weg zu gehen. Und alle anderen, die sich über diese Firma oder wen auch immer informieren, kriegen halt dein Benefit und dein Feedback auch mit. Es hilft nichts, wenn man alles immer nur in sich hineinschluckt. Ja? Also für dich vorab. Was auch immer du mit deinem Hund tun willst und sollst und wie auch immer du ans Ziel kommst, versuch es einfach. Wirst es schon irgendwann schaffen. Und dass der mit 19 Wochen abgelenkt ist von anderen Welpen, ist doch vollkommen in Ordnung. Ist doch völlig normal. Aber eins musst du wirklich machen. Geh aus diesem Verein raus. Sag, sorry, aber wir werden nicht grün miteinander. Oder geh vor der nächsten Stunde hin und sag, hey, beim letzten Mal hatte ich nicht so das Gefühl, dass ihr mit mir arbeiten wollt. Wäre schön, wenn ihr mir heute ein bisschen mehr helft. Und wenn die das nicht machen, dann geh. Dann geh und schreib eine entsprechende faire, aber auch ehrliche Rezension. Da muss dann auch drunter stehen dürfen, war nicht gut für mich. Fertig. Ich hoffe, das hilft dir. Falls du aus der Nähe von Heidelberg kommst, kenne ich eine Hundeschule in Heidelberg in der Ecke. Die junge Frau hat auch da gelernt, wo ich gelernt habe. Also in der Nähe von Heidelberg, die Hundeschule LIKO, L-I-K-O. Guck mal, vielleicht hat die Alissa ja Platz für dich, wenn du aus der Ecke kommst, wenn nicht.
Ja. Im Zweifel fährst halt ein paar Meter mehr, fährst ein bisschen in die Nachbarstadt, eine Dreiviertelstunde von mir aus. Lieber eine Dreiviertelstunde fahren zu einer guten Hundeschule, als 20 Minuten zu einem Scheißverein, der dich eh nicht haben will. So, ich hoffe, das hilft dir. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen und lass dich nicht bekloppt machen. 19 Wochen alter Pudel ist halt einfach mal abgelenkt und aufgeregt. Passiert schon. Wird schon immer klar. Tschüss.